So, also Herrschaften. Der Herr Holk hat jetzt das alleinige Wort. Okay. So, Herrschaften, guten Tag zusammen. Mein Name ist Alfons Höing. Die Frau Ella Zeber ist an der Kamera. Ja, und wenn ich Otto Reuter wäre, würde ich jetzt sagen, nun fangen wir aber gleich an. Sie da mit? Ist die Dame mitgelegt? Nein. Das ist übrigens eine Frage. Zulässig ist es aber. Ja? Natürlich. Okay. Also, bitteschön. Ja, wirklich mit dem Mikrofon. Ich hätte eine so prägnante Stimme. Okay. Ja, es ist nett, dass es da ist. Nee, das erscheint mir so etwas unpersönlich. Okay. Ach, da habe ich. Nee, da habe ich eine Röhre drin, deswegen geht es. Okay, so. Ja, Herrschaften, der Vortrag lautet exakt Demonstrationsvortrag zur Konstruktionsgeschichte der Röhrenprüfgeräte von 1930 bis in die 60er Jahre. Der Schwerpunkt dieser ganzen Geschichte besteht, weil man nämlich bei Röhrenprüfgeräten sehr leicht die Übersicht verlieren kann, wegen der Vielzahl der Einzelheiten. Deswegen ist dieser Vortrag hier ein Vortrag mit drei Kernpunkten, also drei Schwerpunkten, könnte ich auch sagen. Und der erste Schwerpunkt ist die Tatsache, dass es nicht um Röhrenmessgeräte, sondern um Röhrenprüfgeräte geht. Ja, was ist denn da der Unterschied? Das ist schwer zu sagen. Ja. So, gut, okay. Ja, was ist der Unterschied? Also Röhrenprüfgeräte sind für den einfachen Mann, ich würde mal sagen für den Bastler, wobei das Wort Bastler ist ja ein ganz furchtbares Wort. Nicht? Ich würde vielleicht vorschlagen Kleinkonstrukteur. Nicht? Und die hatten in den. Ja. Die hatten in den 20er Jahren ein ganz anderes Ansehen als heutzutage. Nicht? Aber für die Leute in der Anfangszeit war es ganz, ganz wichtig. Und Röhren zu prüfen, also nicht Röhren zu messen, keine Kennlinien aufzunehmen und so weiter, sondern einfach nur die Röhren zu prüfen, gehen die oder gehen die nicht oder gehen sie gut oder gehen sie schlecht. Und die Geräte, die zum Röhrenprüfen gedacht und geeignet sind, die sollen heute das Thema sein. Und es gibt natürlich Übergänge zwischen den kleinsten und den mittleren und den größten, wie in der Autowirtschaft auch und so weiter. Nicht? Aber wir werden sehen, dass da im Wesentlichen Röhrenprüfgeräte die Rolle spielen. Der zweite Schwerpunkt, das ist die Verbindungstechnik. Und dann habe ich hier auf jeder Seite mal so eine Tafel. Und wenn es denn an der Zeit ist, sage ich mal, dann zeige ich mal schnell mit dem Finger dahin. Hier oder da hinten ist der Vorhang aber weg. Ja, da kommt dann wieder weg. Ach ja, kommt wieder, okay. Also das hat den Grund, ich will jetzt nicht so ein trockenes Referat, ist ja heute genug trockener Stoff behandelt worden, deswegen wollte ich kein trockenes Referat hier abhalten, sondern im geeigneten Augenblick auf den Aspekt des Prüfverfahrens oder den Aspekt der Verbindungstechnik hinweisen. Deswegen stehen die Tafeln da. Gut, also der erste Schwerpunkt, Prüfgeräte, keine Messgeräte. Der zweite Schwerpunkt sind die Prüfverfahren und der dritte Schwerpunkt sind die Verbindungstechniken. Das ist der Leitfaden der ganzen Geschichte. Ne? Okay, so, es gab Vorläufer. Da habe ich hier so einen Zettel, da steht drauf Philips Tube-Falben-Tester 453 von 1923. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gesehen hat, das ist aber im Radiomuseum auch zu sehen. Das ist so ein Bakelitsockel und da ist eine Bienenkorb-Glimmlampe drauf. Und die war zu nichts anderem gedacht, als den Heizfaden von den Röhren zu prüfen, bei denen man nicht mehr so gut erkennen konnte, ob die nun leuchtet oder nicht. Philips 1923, immerhin schon sehr früh. Also das ist hier leider nicht präsent. Aber damit hat es im Grunde angefangen. Und das Verfahren, mit Hilfe einer Glimmlampe den Heizfaden zu testen, das hat sich interessanterweise aber, weil es sehr praktikabel war, bis zum Schluss erhalten. Gut. So, jetzt aus Gründen, die ich schwer beschreiben kann, ist das alles hier abgedeckt worden. Das erste Gerät, was
aber eher ein Vorläufer der Röhrenprüfgeräte war, das war der Pifco von Neuberger. Nur wenn man die Wahrheit komplett beschreiben will, jetzt müsste noch näher rangehen, dann werden Sie nämlich sehen, dass da, ich habe auch einen Zeiger, also ich bin hier nicht zu der Generation Sticker oder wie die heißen, Lasersticker, sondern ich habe eine Antenne mit BNC-Anschlüssen. Dann werden Sie sehen, dass hier Pifco von Neuberger steht und hier steht Pifco All-in-One. Und das Geheimnis ist, die englische Firma, so ein Mischkonzern war das, Pipe Valve, Nomen est Omen, aber das war ein Mischkonzern für Pipe Valve and Fitting Companies, also die machten so mechanische Geschichten. Ne? Und die haben als Ableger dann dieses Röhrenprüfgerät gebaut, oder dieses Vielfachmessgerät, was man auch als Röhrenprüfer verwenden kann. Und ja, das geht einfach so. Dass da eine kleine Batterie drin ist und hinten sind zwei. Gut, hinten sind zwei Buchsen und da sieht man schon, dass da der Europasockel natürlich sich verrät. Nicht? Und da wird auch nichts anderes als der Heizfaden getestet. So, und dann muss man oben noch einschalten. Und dann sieht man dann, der Ausschlag ist nur ein Drittel oder ein Viertel, das hängt damit zusammen, dass es ein 8-Volt-Bereich ist und die 1,5-Volt-Batterie da drin kann nicht mehr. Nicht? Aber immerhin. Nicht? Ach übrigens, mir fällt gerade ein, das ist schwierig, mir fällt gerade ein, damals war überhaupt vieles so uhrenorientiert. Also wenn da einer als Radiosammler, nee, das kriege ich wieder so drauf. Wenn da einer als Radiosammler zu tun hatte, dann hat er natürlich, wenn er die Uhr... Na, lachen Sie mal. Wenn da einer die Uhr zog, dann hat er auf einmal einen Voltmeter in der Hand. Nicht? Das kennen Sie natürlich alle. Das ist aber ein Luxusgerät hier. Nicht? Es gab auch einfachere. Nicht? Oder noch schlimmer, auf dem Nachttisch hat er auch so eine Uhr stehen. Von Hartmann und Braun, nicht? Das ist ein Multimeter, nicht? Aber alles sind Uhren, nicht? Komisch. Nicht? Ob dieser Pifco als Röhrenprüfgerät zu bezeichnen ist, das ist eine semantische Frage. Die ersten Röhrenprüfgeräte, ich habe die leider nicht hier zeigbar. Die Firma Excelsior Kiesewetter, die sich einen großen Namen gemacht hat, hat dieses Gerät und Neuberger in München hat dieses Gerät, das nannte sich Typ RG. Ich habe sie leider beide nicht. Hat sie jemand? Kiesewetter habe ich. Prima. Ja. Aber jetzt kommt eine Firma, die heißt Gossen, die ist ja bekannt. Und die hat ein Röhrenprüfgerät gebaut und hat es als System Gossen bezeichnet. Egal. Wäre ich fast Opfer meiner eigenen Strategie geworden hier. So. Also die Firma Gossen hat ein Röhrenprüfgerät präsentiert 1932 zu einem sagenhaften Preis von 35 Reichsmark. Das Positive an diesem Gerät war, man konnte die Röhre im propagierten Arbeitspunkt des Herstellers betreiben, was manchmal auch etwas viel Energie erforderte, was den Arbeitspunkt angeht und so weiter. Ja, die zwei gravierenden Nachteile waren aber, erstens, es war kein Gerät da drin. Ich tue es mal ein bisschen hochhalten, weil es verdrahtet ist, ist es schwierig. Es war erstens kein Messgerät drin und zweitens keine Stromversorgung. So, und das hatte zur Konsequenz, die Firma Gossen hat ja schließlich auch ein Marometer gebaut und siehe da, schon wird ein Schuh draus. Ne? Und das Marometer hat aber dann den Nachteil, dass das Marometer natürlich immer mit Vorwiderständen und Nebenwiderständen versorgt werden muss, muss ich sagen. Und das ganze Ensemble sieht dann so aus. Ne? Jetzt muss ich mal eine allgemeine Zwischenfrage stellen.
wäre die Gesellschaft eher daran interessiert, dass ich auch kurz mal einen kleinen Test mache oder lieber schneller weiter? Oder andersrum gesagt, wollen Sie mir die wenigen Minuten spendieren, dass ich auch die Röhren mal reinstecke? Ja. Gut, okay, wollte ich nur hören. So, und dann. Das ist jetzt eine Siemens Heil, das ist ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen, aber ist ja egal. So, und wenn ich jetzt die Röhre da reinstecke. Das Marometer, ich weiß nicht, wer es kennt, das hat noch den einen Nachteil, dass man zusätzlich auch noch drücken muss. Und hier sieht man jetzt die Gitterspannung, wenn ich hier drücke, und da sieht man den Anodenstrom. Ist der? So, das ist jetzt eine Röhre, die gilt bei verlässlicheren Messungen als verbraucht. Und dann habe ich hier eine, die heißt interessanterweise Klangfilm, das ist ja auch so ein Ding, ne? Alles Telefon. Die hat auch nicht viel mehr. Und das ist im propagierten Arbeitspunkt des Herstellers. Da ist der Unterschied gar nicht so groß. Kommt schon was. So, nachdem die Firma Gossen dieser etwas gewagte Ensemble da den Radiobastlern zugemutet hat, hat die Firma Sticht, die später nicht mehr in Erscheinung getreten ist, groß, die Firma Sticht hat ein Gerät System Sticht genannt. Es ist vermutlich aber die erste Firma, die das Prinzip der Leistungsmessung präsentiert hat. Und Leistungsmessung, das ist nichts anderes als eine Röhre als Diode schalten, indem alle Elektronen außer der Kathode mit positiver Spannung getrieben werden und die Kathode mit negativer, und damit ist eine Diode in Durchlassrichtung. Die mit einer kleinen Wechselspannung betrieben ist ein unglaublich minimiertes Verfahren. Also man kann mit wenig Aufwand viel zeigen, aber ob das aussagekräftig ist, in welchem Maße das aussagekräftig ist, das ist eine andere Frage. Ich gebe da gleich nochmal so einen kleinen Hinweis über die Messung, die ich dazu gemacht habe. Aber es ist ein problematisches Verfahren, aber gleichwohl ein sehr einfaches Verfahren, kostengünstiges Verfahren. Das zog sich bis in die 50er Jahre hin, dieses Prinzip der Leistungsmessung. Bei diesem ist es so, dass die gute Röhre zeigt einen ganz erstaunlich hohen Wert an, sieht man wunderbar, und die böse Röhre zeigt, die zeigt gar nichts an. Ne? Also die eben noch fast so bei dem propagierten Arbeitspunkt fast so gut war wie die gute, die zeigt jetzt hier gar nichts mehr. Ne? Die ist nicht gestorben jetzt, sondern die hat einfach weniger. Ne? Also die Ergebnisse sind höchst naja. Oh, das wäre eine Röhre gewesen. Das sind RE134. Ich habe einfach mal eine Röhre genommen, die bekannt ist, ne? Und die zieht sich jetzt wie so ein roter Faden durch die ganze Geschichte durch. So, also System Sticht, preiswert, aber all-inclusive, würde man heute sagen. Die Stromversorgung ist drin, was hier bei der Leistungsprüfung eine einfache Geschichte ist, und das Messgerät ist drin. Also eine preiswerte Geschichte hier. So, die Firma Neuberger, die ja hier schon als Adaption zur Sprache kam, die hat ein Messgerät rausgebracht. Es handelt sich jetzt hier um das Jahr 1934. Da fand so eine kleine Explosion, was die Konstruktionen anging, fand da statt. Also da sind sehr viele Röhrenprüfgeräte entstanden in der Zeit 1934. Woran das lag, weiß ich auch nicht. Ja, wer dieses Gerät unbefangen sieht, der könnte meinen, das ist ein Gerät, was mit propagiertem Arbeitspunkt des Herstellers arbeitet. Und das würde normalerweise bedeuten, ich lege eine Anodengleichspannung von 250 Volt an und lege eine Gittergleichspannung von minus 13 Volt an und gucke, wie groß der Anodenstrom ist. So, ne? Könnte man meinen, in Wirklichkeit ist das ein ganzes Gerät, in dem es erstens ein Spartrafo hat, also Sicherheitsproblematik, und zweitens
misst das Gerät nur mit Wechselspannung. Ich habe es extra nachgeprüft. Nicht nur Wechselspannung an der Anode, was ja unproblematisch ist, aber auch reine Wechselspannung am Gitter. Mutet der Röhre eine positive Gitterwechselspannung zu, was aber nichts macht erstmal, weil die Anodenspannung dann ja negativ ist wegen der Phasenverschiebung. Aber ob das den Röhren gut tut, ist eine andere. Das muss die Firma ja nicht bezahlen. Ja, gut. Also das ist der Neuberger. So, erwähnen muss man natürlich, man soll auch das Gute erwähnen, dass diese Röhre den berühmten Neuberger Patentsockel, Patenttestsockel enthält. Kannst du vielleicht mal ein bisschen näher ran? Der ist für die Vorprüfung gedacht und da kann man... So, das ist jetzt die Heizfadenprüfung. Kann man das sehen? So, wenn die Röhre jetzt eine Unterbrechung hätte, dann wäre es aus. Also das ist die Heizfadenprüfung. Alle weiteren Prüfungen sind Schlussprüfungen. Ja, ist auch nicht schlecht, die Lösung. Hm? So, wenn in dieser... mit diesen unzumutbaren Methoden gemessen wird, dann kommt es hier auf 20 mA bei der guten Röhre und 5 mA bei der schlechten Röhre. Also eher realistisch, nicht? Zwischen dem ganz suspekten Ergebnis und dem guten Ergebnis irgendwo dazwischen. Die meisten dieser Geräte haben auch Bauteilmessungen, heute würde man Komponentenmessungen sagen, also für Kondensatoren und Widerstände. Die haben aber mehr aus heutiger Sicht, wo wir alle Multimeter versorgt sind, eher den Charakter von Schätzmethoden. Aber immerhin Bauteilprüfung. Also erstaunlich ist, dass noch nichts runtergefallen ist. Ja, ich weiß nicht, ob dann mehr oder weniger gelacht würde. Ne? Gut. Ja. So, also das nächste ist Excelsior, Kiesewetter. Da ist jetzt ein Kompaktmessgerät. Und wenn ich Kompaktmessgerät sage, dann kann es sich nur um einen Leistungsprüfer handeln, der also diese Minimalmessmethode verwendet. Und... gefährlich ist allerdings, wenn man hier interessant ist, kannst du mich nähern, dass diese Kompaktmethode so geschickt ausgeführt sind, dass bestimmte Buchsen sowohl für den Hexoden als auch für den Europasockel gelten. Also gar nicht so schlecht, ne? Um das Ganze in so ein kleines gediegenes Kästchen zu bringen. So, der hat also jetzt hier wieder eine Vorprüfung. Da steht, Lampe muss immer brennen, steht da. Also Lampen brennen hier, die leuchten nicht, sondern die brennen hier. Ne? Ja, ist so, ne? Gut. Und die muss immer brennen, auch bei Druck. Also das ist der Test auf Schluss. So, und jetzt kommt die eigentliche Hauptmessung, so heißt die hier. Jetzt muss ich natürlich höllisch aufpassen, dass ich nicht bei 20, sondern bei 4 Volt lande. Und meistens in der Aufregung. Ne? Ich bin zwar nicht aufgeregt, aber... So, und das ist die Leistungsprüfung. Und da zeigt jetzt die gute Röhre 30 an und die schlechte Röhre zeigt, die Stimmung steigt ins Unerträgliche, die zeigt nur 2,5. Ich kann nochmal, zeigt nur 2,5. Ne? Also jedes Gerät hat so seine eigenen Messergebnisse, muss man sagen. Ne? Interessant. Das war aber nicht so wichtig damals. Ja, ja. Jetzt kommt das Interessanteste, nicht das Beste, aber das interessanteste Gerät. Und das ist das Kathometer, ja genau. Der Kiesewetter war ja ein ganz rühriger Hersteller, wie wir jetzt schon gesehen haben. Und der hat hier neben diesem, dem kleinen, dem kompakten, hat er ein ausführliches, größeres, besseres Gerät. Und da hat er die Leistungsmessung kombiniert mit einer Adaptermessung. Also Leistungsmessung ist ja schon bekannt und das spielt sich in dem linken Teil hier ab, das ist für die Leistungsmessung zuständig. Und der rechte Teil, das ist jetzt eine Adaptermessung,
bei der Adaptermessung, da wird dem Gerät, in dem diese Röhre sitzt, werden die Betriebsbedingungen entnommen. Eine geniale Methode. Ja, und die Methode, die wäre so interessant, sie bis ins Ende gesponnen, dass ich mit dem Gerät, an dem ich gerade die Röhre prüfe, Radio hören könnte. Also wenn man keine HF-Röhre nimmt, sondern wenn man eine Gleichrichterröhre oder eine Endröhre oder so nimmt. Das habe ich mir aber jetzt erspart, weil wir so kindisch ja nicht sind. Da wird jetzt die Adapterleitung, die wird jetzt, die zapft sich jetzt bei diesem Siemens 31, zapft die sich jetzt die Betriebsbedingungen der Endröhre ab und die Endröhre steckt jetzt hier im Gerät. Kannst du mal an dem Bereich etwas? Den Bereich. Und etwas tiefer. Noch mehr. Und tiefer. Der. Genau. Also man hört ja viel von Adapterprüfungen, aber jetzt kann man mal wirklich eine in Betrieb sehen. Hier. Ja, und hier sind jetzt die Anodenspannung und Spannung und Strom allgemein. Das hier ist der Schalter, mit dem ich jetzt entscheiden kann, welchen Röhrenanschluss ich denn nun in Augenschein nehme. Und der entscheidet hier, ob ich die Spannung messen will, die Spannung an der Elektrode oder den Strom durch die Elektrode. Einerseits gegenüber der Kathode oder gegenüber der Heizung messen. Das sind so Unterschiede. Also wenn ich den auf Volt stelle und Anschluss 3, dann kann ich einfach hier sagen, 3 ist die Anode. Genau. Bei dieser RE134, 3 ist die Anode. Und wenn ich jetzt auf 3 schalte, dann heißt das, ich messe die Spannung an der Anode. Geht das auch? Ach so, das muss eingeschaltet werden. Ja. Matthias, kannst du mal gucken hin? Der hier. Also hier steckt der Abschlusswiderstand, wo sonst der Lautsprecher säße, damit die überhaupt Anodenspannung bekommt, ist der drin. Ja. Achso, nee, ich weiß, wo ans Licht. Ist auch wirklich schwierig. Und? Na, trotzdem tut es nicht. Moment. 4 Volt. Ja. Ja, aus irgendwelchen Gründen tut es nicht. Also es ist schade. Aber die Fehlersuche dauert in der Regel ja länger und die müssen wir uns dann leider sparen. Ja, aber es hat, bitteschön. Ja, pass auf, da muss ich eine kleine Erläuterung zu geben. Gut, dass Sie fragen. 1934 war diese unglaubliche Entwicklungsexplosion. Und dieses Gerät ist aber jetzt nicht von 1934. Wer also ein bisschen Beobachtungsgabe hat, der wird hier die Stahlröhrensockel sehen. Ich habe also ein Gerät von 1938 hier. Das 34er, das habe ich auch, aber das funktioniert dann noch weniger als dies. Da sind also die Außenkontaktsockel einfach ein bisschen mehr hier reingerührt. Also dieses Gerät von Kiesewetter, das hat bis in die Nachkriegszeit überdauert. Also es ist schon angenommen worden von den Radiomechanikern und ist immer wieder weiterentwickelt worden. Und dies ist von, ja, das ist von 1938. Okay. Ja, aber wie gesagt, das Schönste wäre, wenn auch die Musik dabei spielt beim Reparieren. Beim nächsten anders. So, jetzt ist es so, dass die Funke-Fans natürlich schon mit den Hufen scharren, wenn ich sage, 1934 ist, und dann, da hat schon Funke dieses W3 und das W10. Ich habe leider keins präsent, obwohl ich überall rumgesucht habe. Dafür habe ich ersatzweise das W16. Das ähnelt dem W10 in gewisser Weise, hat aber schon ein neues Schalterfeld. So, kannst du jetzt mal etwas... Ja. Also es ist schon alles vorbereitet.
Über dieses Schalterfeld will ich gleich, wenn ich bei einem anderen Gerät bin, noch was sagen, wie das aufgebaut ist. Achso, das Schöne bei dem... Das müsst ihr jetzt mal zeigen. Also das ist eine Sache, das gab es nur in dieser Zeit, später nicht mehr bei Funke. So ein wunderbares Blickfeld für die Heizwarnunterbrechung. Ein Blickfeld für die Heizwarnunterbrechung. Das heißt also, wenn ich jetzt auf Heizwarnunterbrechung stelle, dann zeigt der Zeiger hochohmig und dann kommt dieses rote, der Warnhinweis. Ne? Gut. Ja. Wie viel kann man ablesen? 12. Das ist die gute. Aber man sieht, Funke sind verlässliche Messgeräte, ne? Im Gegensatz zu manch anderen. Im Gegenteil. Können Sie das erläutern? Es ist doch ziemlich bekannt in unseren Kreisen, dass die Funkmessgeräte alle anfangen zu schwingen, wenn sie älter werden. Wenn sie dann reparieren wollen, dann müssen sie sich eine Woche von ihrer Familie verabschieden. Ja. Also im Karneval wäre jetzt ein Tusch gekommen. Ne? Kennen Sie das schon, oder? Gut. Ja. Also das Schwingen hängt natürlich mit Röhren hoher Steilheit zusammen. Das war bei den ersten Röhren war das nicht so tragisch. Nicht? In dem Maße, wie die Steilheit der Röhren immer größer wurde, wurde auch die Schwingneigung immer größer. Und jetzt, wenn ich nochmal zurückgehe zu der Adapterprüfung, wenn so ein Gerät in Betrieb ist, in realem Betrieb ist, da kann man sich auch vorstellen, welche Funktionsstörungen durch diese langen Leitungen hier entstehen. Nicht? Also das ist ein höchst problematisches. Ja, aber die Schwingen könnte man ja leicht bekämpfen, ja, wenn man dran käme. Aber sie kriegen ja das Gerät nicht auf. Ja. Ist so konstruiert, dass man es nicht aus dem Gehäuse rausnehmen kann. Also endlich mal eine Stimme gegen Funke-Röhrenprüfgeräte. Dankeschön. Ja, lachen Sie ruhig, das ist gut. Ja, okay. Ja. Können Sie mal lauter reden, bitte? Es gibt auch ein anderes Argument gegen Röhrenprüfgeräte der Firma. Bei denen lässt sich nicht ohne weiteres feststellen, ob die noch funktionieren oder nicht. Die haben keine Möglichkeit des Selbsttestes. Ja, das kommt noch zur Sprache. Das kommt noch zur Sprache. Immerhin kann man aber hier schon sehen, dass die Firma Funke hier diesen Patentröhrensockel geschaffen hat. 1936. Ja. Kann man hier auf dem Foto auch erkennen. So, jetzt gibt es aus dieser Zeit von Telefunken ein sogenanntes Röhrenvergleichsgerät. Ich weiß nicht, wie ihr es kennt. Ein Kästchen mit zwei Sockeln in der einfachsten Form und einem Umschalter. Und da kann man zwischen der alten Röhre und der neuen Röhre in Form einer Adapterverbindung feststellen, wie der Unterschied ist, wenn das Gerät mit der alten Röhre oder mit der neuen Röhre betrieben wird. Das muss man im Zusammenhang sehen mit einer Kampagne von der Firma Telefunken. Kannst du jetzt mal näher ranfahren? Also eine Röhrenwechselkampagne. Da wird regelrecht gedroht, Sie haben, also an die Händler gerichtet ist es hier, Sie haben doch wohl hoffentlich das Röhrenvergleichsgerät, damit Sie dem Kunden auch auf der Theke zeigen können, wie schlecht die alte im Vergleich mit der neuen Röhre ist. Bei der Gelegenheit fällt auf, dass das Telefunken hier gleich so eine Liste auf der Frontseite von dem Heft druckt und da sieht man nur Gleichrichterröhren und Endröhren, weil bei denen natürlich auch nur der Unterschied überhaupt eine Rolle spielt. Bei Hochfrequenzröhren ist das vollkommen uninteressant, wenn die Emission ein bisschen kleiner ist. Das Interessanteste aber hier dran ist, Telefunken fordert dazu auf, diese Bestellkarte gleich auszuschneiden. Und wenn man auf der Rückseite guckt, dann ist die Werbung von Valvo da zu sehen. Dann sind die gleich durch. Ja. Ja. Oh ja, das geht schon. Die Damen haben mir erlaubt, dagegen zu treten. Jetzt kommt ein Leichtgewicht. Ich bitte um Nachsicht.
Vieweg in Plauen ist nicht lange am Markt geblieben. Das Gerät macht was her. Das muss man zweifellos sagen. Nicht? So ein gediegener Koffer und vor allen Dingen auch die gediegene Art, wie da die Röhrendaten da präsentiert werden auf den Pappkarten. Kann man verschieben und dann kann man gleich für die betreffende Röhre sehen, welche Daten da vorhanden sein müssen. Wieder Bauteilprüfung als Zusatzfeature, würde man heute sagen. Und ein Leistungsprüfungsgerät, trotz des großen Koffers, nur ein Leistungsprüfungsgerät, was auch so klein hätte ausgefallen sein können. Aber, ja. Das ist eine Frage, da bringen Sie mich in Verlegenheit. 1900, wir haben sogar festgestellt, damals, so gut ist mein Gedächtnis, dass der Herr Heiner damals gesagt hat, darf ich doch sagen, ne? Wir sind ja hier unter uns, gesagt hat, das Gerät hat den Funke-Patentröhrensockel. Und dann muss es, ja, ich glaube ja, ich weiß nicht mehr, doch. Und dann muss es aus der Zeit von W16 stammen. Ne? Jünger kann es nicht sein. Also 1938 oder 1939. Das Bedeutsame bei dem Gerät ist aber jetzt, dass nicht eine einfache Leistungsmessung gemacht wird, sondern eine modifizierte Leistungsmessung, in dem hier vorne jede Menge Knöpfe zu sehen sind und mit denen kann man die einzelnen Elektroden, die da alle zusammengefasst worden sind, einzeln trennen, um zu sehen, ob dann, wenn die getrennt wird, auch was passiert. Dann ist die Elektrode eben entsprechend auch in Ordnung oder funktionsfähig. Ne? Das sind also Unterbrechungstasten für die einzelnen Elektroden. Ne? Ja, natürlich, der hat eine Glimmröhrenanzeige. Ne? Aber wie gesagt, die haben mir ja die Zeit haben sie mir ja gegönnt, dass ich das alles ausprobiere. So, das ist jetzt der Test. Kann man das sehen? Ne, diese hier. Oder? Da. Ja, also Heizung. Moment. Ne, jetzt gehe ich von hier. Heizung geht. Moment. Also Heizung geht. Ne? Ja, und dann, da steht Heizungsprüfung und dann muss im Weiteren die Heizspannung eingeschaltet, vorgewählt werden und dann sieht man auch gleich schon den Ausschlag. Das ist jetzt wieder die böse Röhre. Und jetzt kommt die gute Röhre. Ja, zeigt schon was Gutes an. Ne? So schlecht ist das gar nicht. Das wirkt nur so. Ja. Ja. Ja, das Gerät macht was her, ist aber viel Luft drin. Ja, es sind Glimmröhren. Also die eine ist für Betriebsbereitschaft und die andere ist für die Heizungsunterbrechung. Okay. Ja, ich würde mal also 1939 sagen, wenn es jetzt 38 noch oder schon 1939 aus der Zeit ist. Ja, die beiden Geräte sind jetzt hier nebeneinander gestellt worden, weil die was schön Gemeinsames haben. Nämlich, Ende der 30er Jahre wurde die Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt und dann wurde rechtzeitig zum Kriegsbeginn auch ein Röhrenprüfgerät für das Feld, so sagen wir, nicht? Für das Feld geschaffen. Nicht? Ja, und dann hat der Herr Walz, der hat den Adapterstecker rausgezogen, stimmt das? Ja. Wo ist er? Ich wollte das Kabel nicht abklemmen. Ja. Nee, das ist ganz, ganz heikel hier hinten. Die also die Wehrteile her, Marine, Luftwaffe, also jeder hatte eine so unvorstellbar große Anzahl von Röhrensockeln, dass das alles zusammen nicht mehr in den normalen Platz passte, sondern in den Deckel. Das kennt man ja. Nicht? Und das machte dann dieses besondere Gerät aus. Jetzt habe ich hier eine Röhre. Ich weiß nicht, Sie kennen ja alle die Geschichte von der Schreibmaschine, von Telefunken, die Legende. Und hier gibt es ja auch eine Legende. Nicht? Das wären also Marmeladengläser gewesen, wegen Materialknappheit. Nicht? Ich weiß nicht, wer es glauben möchte.
du eine Dezimeterröhre, nicht? Von Lorenz. Wie? Bitte? Ich verstehe. Achso, RD12DF. Ja. Ja, und für solche exotischen Röhren sind natürlich auch die entsprechenden. Achso, was dieser Röhre fehlt, wer kennt sie? Der Henkel. Ja, die ist aber fälschlicherweise als Marmeladeneimer bezeichnet worden, aber Marmeladeneimer waren ja aus Blech. Insofern war das keine gute Bezeichnung. Aber das hat wirklich so ein kleines Henkelchen, das Ding. Was ist denn das Ding für ein System drin? Was ist da drin? Tetrode oder was ist das? Triode ist das. Ja. Aber ich habe jetzt im Moment gerade noch Probleme. Das war heute mein Problem. Ah ja, jetzt habe ich. Gut. Genau, ja, das ist richtig. Das ist also jetzt eine Röhre, wo wirklich der Deckel für benutzt wird. Jetzt ist aber dummerweise, habe ich gerade nicht die Karte hier drauf liegen. Doch, die gibt's. Ich habe sie getestet, die gibt's. Ich habe es aber jetzt, und es dauert auch zu lange. Ich wollte Ihnen gerne nur etwas zeigen, und da müsste ich mal ganz nah rangehen. Hier ist jetzt das Firmenschild. Und das alte heißt Bittorf und Funke. Und hier ist der Bittorf rausgefräst worden. Ne? Da kann man so die geschichtliche Entwicklung, wenn man das will, auch von Bittorf und Funke erkennen. Ja, das ist RPG 4, aber es ist ein RPG 4-3. Und in dieser Zeit, da ist dann irgendwo die Trennung erfolgt. Ne? Und da ist Bittorf rausgefräst. Gut. Als der Krieg wieder mal ein Krieg zu Ende war, da waren die Wehrmachtsröhren aber immer noch da. Nicht? Und deswegen wurde von Funke 1948 das W18 mit einem zivilen Zusatzkasten geschaffen. Nicht? Und ich habe es einfach nur mal so, die kennt ja jeder, die Dinger, aber hier sieht man mal den Wehrmachtsteil und das Zivile einfach im Grunde genau das Gleiche, nicht? Auch mit dem Adapter. Das Einzige, was sich geändert hat, der Adapter ist jetzt ein Topfsockel geworden. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Ne? Der einzige Unterschied zwischen den Geräten ist das RPG 4, das hat ja nur noch 500 Volt Wahlmöglichkeit, ne, wegen Senderöhr, dem W18 nicht mehr. So, jetzt kommt auch Max Grundig ins Spiel. Musste ja auch sein. Da gibt es. Da gibt es ein Prospekt. Es ist nicht dieser Prospekt hier. Ist auch ein Originaler zu diesem Gerät. Aber es gibt noch ein anderes Prospekt, bei dem ich gelesen habe: mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet des Baus von Röhrenprüfgeräten. Aber das war eine glatte Lüge, das war ja das erste, wo er angefangen hat. Ende 45, Anfang 46. Ja, die lösen verkauft die auch noch. Ja. Ja, natürlich. Also es gab sogar dieses Gerät, ist ein Leistungsprüfer natürlich, und es gab diesen Leistungsprüfer ursprünglich ohne diesen Zusatzkasten, der für amerikanische Röhren ausgerüstet war. Und dann gab es in der Zwischenphase gab's die zusammensteckbar. Nicht? Also erst nur den einzelnen, dann dazu steckbar für die amerikanischen Röhren und dann in der nächsten Version, und das war dann das römische 2, gab es den dann komplett. Das ist ein ganz billiges Gerät, Leistungsprüfer. Was nur mir immer wieder durch den Kopf geht, wenn man von dem Feind die Biografie über Max Grundig liest, dann hieß es da also sinngemäß so, dann ging er mit seinen Getreuen, dann, dass der Krieg, der Pulverdampf vorbei war, ging er in das Dorf Fach bei Nürnberg, bei Fürth, und hat geguckt, was in dem Gasthaus oben, wo sie früher die Trafos gewickelt haben, was da noch so übrig geblieben war, nicht zerschossen war, und hätten dann wieder angefangen, Trafos zu wickeln und so weiter und so fort. Und in der gleichen Zeit, da baut der Röhrenprüfgeräte mit Bakelit,
Pressteilen, wo man ja Maschinen für braucht, es ist gar nicht so einfach, ein Bakelitteil herzustellen. Ne? Also das ist ein bisschen schwierig zusammenzubringen. Ne? Und da sind exakte Beschriftungen drauf. Ist nicht so zusammengeschustert, sondern das ist für Röhrenprüfgeräte beschriftet. Ja, ist professionell hergestellt. Ne? Ja, ja, dann ist die irgendwie geschönt. Ne? Ist klar. Und man weiß ja auch, dass der Max Grundig dann auch viel mit der Großindustrie zusammengearbeitet hat, im Zusammenhang mit Zünderbau, elektronischen Zünderbau. Irgendwo daher müssen auch die Ausrüstungsteile gekommen sein. Kann man aber nur vermuten aus heutiger Sicht. So, jetzt kommt, und der Kontrast könnte nicht größer sein, zwischen diesem Luftikus von Grundig, ich hoffe, dass niemand jetzt hier ist, der verwandt ist mit der Firma Grundig. Für die Leistungsprüfung auf der Ladentheke war das genug. Ja, ja, natürlich. So, aber jetzt kommt ein Gerät, das hat es in sich, nicht nur gewichtsmäßig, sondern auch was die technische Potenz angeht. Der Favi-Prüfer von der Fernseh GmbH. Das war die Grenze, wo sie noch Fernseh AG war und schon Fernseh GmbH, der Übergang war. Das hier steht aber schon Fernseh GmbH drauf. Wenn man das liest, könnte man annehmen, das ist so ein kleines bayerisches Dorf, Taufkirchen, aber das ist Peripherie von München. Und Bosch steckt dahinter, die Großindustrie, also das ist nicht so eine Klitsche gewesen, ne? Sondern das ist richtig was Großes. Und so wirkt es auch. Allerdings, verwunderlich ist, man muss ja immer sich wieder über Wunder wundern, ich habe da eine Röhre entdeckt. Das ist eine RGN 1064, so auf den äußeren Blick. Und das ist eine reparierte von der Fernseh GmbH. Und die muss aus gleicher Zeit stammen. Kann man sie so erkennen? 164 gibt es auch schon. Ja, haben Sie auch schon eine gesehen? Also Sie haben das berufsmäßig gemacht. Also was jetzt interessant ist, kann ich es mir erklären. Das Interessante ist, dass diese große Firma einerseits Röhren repariert, hier so billige Gleichröhren repariert und dann so ein hochkarätiges Röhrenprüfgerät herstellt. Also das ist schon erstaunlich. Ne? Ja, warum ist das hochkarätig? Muss man natürlich auch drüber reden, es ist ja nur angedroht worden. Ne? Also das ist wieder eine Sache, die ist von mir in der Kategorisierung bezeichnet worden als Zwangsverdrahtung. Also Funke-Röhrenprüfgeräte einerseits mit den Papierkarten und Favi und die Firma Philips hat schon 1936 gemacht, habe ich leider nicht zeigen können, mit Kartomatik. Lochkarte. Ja, mit Lochkarten. Das ist eine Zwangsverdrahtung. Und das geht hier so erschreckend einfach, indem hier ein kleines Kontaktfeld ist. Da wird diese kleine Pertinax-Karte für die Röhre reingelegt. Ja, wird abgetastet, genau. So, und in dem Augenblick, in dem die jetzt der Schalter hier umgelegt, zugeschlossen wird, in dem ist das, die ganze Sache eingeschaltet und damit wird gleichzeitig die Heizfadenprüfung vorgenommen. Das heißt, in dem Augenblick, das Gerät funktioniert leider nicht, ich habe Angst, es zu reparieren, weil ich Angst habe, ich mache was kaputt dran, nicht? So wie man in so ein goldenes Kalb rumläuft, ne? So kommt mir das vor. Ne? Ja, es ist wirklich so. Und dann wird gleichzeitig wird dann der Ausschlag angezeigt für den Heizfaden. So, und in dem Augenblick... Dein Instrument durchgebrannt, oder? Dein Instrument durchgebrannt? Nee. Das ist ein typischer Fehler. Ja, ist aber ein hochwertiges Instrument, angeblich laut Prospekt bis 200 Megohm Übergangswiderstände. Ne? Das ist schon erstaunlich. Ne? So, jetzt geht's los. Nachdem diese Heizfadenüberprüfung vorgenommen worden ist, dann werden die Elektroden-Schlussprüfungen vorgenommen. Immer wieder mit dem Zeigerausschlag im gleichen Gerät. Und dann gibt es hier Strommessung, bei dem ist nicht vorgesehen, weil da nur eine Anode ist, Strommessung von Schirmgitter und hier Strommessung Anode. Und da sieht man hier, da geht hier so ein Strich und dann steht an der Stelle 125 Volt und die 125 Volt, aber nee, das erzähle ich später. Also 125 Volt Prüfspannung. So, und dann schaltet man weiter, dann ist hier die Vakuumprüfung und dann kommt der Anodenstrom und dann kommt die Steilheit und damit ist die ganze Sache erledigt. Das heißt, man kann in einem Schwung alles, was einen interessiert, messen. Und die Krönung der ganzen Geschichte ist,
dass man, wenn man mehr wissen will, man diese Betriebsbedingungen, die hier angegeben worden sind, also 125 Volt, 75 mA muss rauskommen, die kann man jetzt noch, indem man diese zugehörigen Knöpfe drückt, entsprechend variieren. Ja, das heißt, also man kann Kennlinien aufnehmen, wenn man will damit. Und vorgeschaltet ist noch eine Möglichkeit einer Einfachstprüfung, indem ich einfach nur auf diesen Punkt schalte. Na, klappt es nicht doch. Indem ich nur auf diesen Punkt schalte und mir nur den Zahlenwert angucke und den hier mit einer Skala im Fuß von dieser Karte vergleiche. Dann kann ich so eine Art überschlägige Überprüfung anstellen. Ne? Also eine überschlägige Überprüfung, eine normale Prüfung und eine hochwertige Prüfung mit Kennlinien und Ähnlichem. Ne? Also drei Schwierigkeitsebenen. Ne? Also ist schon bemerkenswert. Ne? Ja, warum sich das Gerät nicht so durchgesetzt hat, das ist eine ganz schwierige Frage, denn das sind ganz... Nee, das war nicht sauteuer. Entschuldige, dass ich so heftig widersprechen muss. Also es wurden 200 mitgeliefert und dann kostete das Gerät 550 Reichsmark, 1948. Das war eigentlich für so ein kompaktes Gerät mit so viel Möglichkeiten nicht so viel. Hier habe ich ein Prospekt von Arlt aus der gleichen, etwas später. Da kostet so eher so ein an Bastlerzeiten erinnerndes Gerät, kostet 650 Mark. Hat angeblich immer nur eine Regeneriermöglichkeit, also Heizfadenvariation und so weiter. Aber ich würde sagen, von den Merkmalen her ist das geringer zu bewerten als dieses Hochgerät hier für 550. Reichsmark. D-Mark. Nee, da war auch D-Mark. Ja, da war schon D-Mark. 48. Also eben Reichsmark. Ja, dann habe ich mich versprochen. Gut. Wenn Sie es nicht gehört haben, ist egal. Ich komme nicht ins Protokoll. Ja, ja. Also es war schon D-Mark. Ne? Gut. Das Gerät von der Firma Echo. Ich weiß nicht, ob jemand hier, ich sehe hochkarätiges Wissen versammelt, muss man ja ausnutzen, ob jemand das Stichwort Echo und Ostdeutschland. Ja, ja. Ja. Also eine Firma Echo ist mir irgendwie im Zusammenhang mit dem Bereich Thüringen oder irgendwo auch schon mal. Auch Mitteldeutschland. Ja, Mitteldeutschland. Ja. Ja. Ja, dann das noch. Ach, hab ich Ostdeutschland gesagt. Ja. Also möglicherweise hat die Firma Apparatebau, Echo Apparatebau hat das gleiche Schicksal wie Funke, der nach Adenau gegangen ist. So ist dann Echo vermutlich nach Kirlach in Baden, was ja auch nicht so weit entfernt ist, gegangen. Das ist ein Gerät, das ist relativ billig, ist ein Leistungsprüfer, ist nur ein Leistungsprüfer, sage ich immer wieder dabei. Aber die Post muss es offenbar so gut bewertet haben, dass es eingesetzt hat. Da kann man hier erkennen. Hallo. Funkentstörungsstelle Gießen. Nein. Ja, also das nicht so gut bewertbare ist die Tatsache, dass es ein Leistungsmessgerät ist. Es ist immer so ein bisschen eine dämpfende Qualität. Aber das hat zwei bemerkenswerte positive Eigenschaften, dieses Gerät. Nämlich erstens, was die Verbindungstechnik angeht, ist hier ein Kreuzschienenverteiler. Ich weiß nicht, wem das hier was sagt. Wenigstens dem einen oder anderen. Ja, das ist ein bisschen Elektronik. Kreuzschienenverteiler, das ist nichts anderes als eine Matrix aus waagerechten und senkrechten, die dann durch entsprechende XY-Verbindungen zur Verbindung führen. Und das ist ein waschechter Kreuzschienenverteiler. Der ist zwar hier ein bisschen wie auch Kanonen auf Spatzen, aber immerhin. Das sieht so aus, dass hier die Potenziale, 4 sind alle positiven Potenziale, 3 ist Kathodenpotenzial, kann man es erkennen? Ja. Und 2 und 1 sind die beiden Heizpotenziale. Und das hier, B, C, D und so weiter, das sind die Anschlüsse. Und wie findet man die Anschlüsse? Natürlich, indem man hier oben einfach guckt. Und von daher kann man sich selber seine Wunschverschaltung zusammenstellen.
Ich muss hier auch mal direkt eine Frage stellen. Bei den Neuberger 370, 375 verwendet man ja auch einen Kreuzschienenverteiler. Ja. Und die haben eine Lochkarte drin. Ja. Warum ist man da nicht auf eine Lochkarte gegangen? Das wäre ja nur wirklich eine ganz tolle Vereinfachung. Ja. Ja. Die Antwort kommt sofort. Gut. Das Gerät hat nämlich noch eine zweite. Noch eine, und jetzt müsst ihr mal ganz genau hier vorne hinfahren, so nah wie es geht. Das hat nämlich noch eine zweite Besonderheit. In dem vorderen Teil, da steckt eine Papierdoppelrolle. Und auf dieser Papierdoppelrolle sind die Daten von sage und schreibe 800 und mehr Röhren drauf. Es gibt die auch noch als Tafel, deswegen zeige ich sie mal. Dann kann man das ungefähr ermessen, wie viel da drauf steht. Ja, an die Kamera werden hohe Anforderungen hingestellt. Also das sind 800 Röhren und mehr. Und die stecken jetzt, genauso wie sie hier stecken, auf dieser Papierrolle. Und die Arbeit besteht jetzt nur darin, so lange zu drehen, bis ich die RE134 gefunden habe. In der Mitte ist so ein Strich, ein Orientierungsstrich. Und dann steht da A, da steht 4, das heißt 4 Volt. Also unter Punkt A steht Stelle auf 4 Volt. Und dann steht Stelle B auf 1, Stelle C auf 2, Stelle D auf 4 und Stelle F auf 4. Das ist die ganze Verdrahtung. Schon ist die... Was? Ja, ach, das ist noch einfacher. Nicht? Also schütte nur eine fertige Backmischung da rein. Nicht? Ja, gut, und dann... ach so. Ja, unbedingt. Ja. Gut, also Sie haben mir ja die Zeit zugestanden, nicht? Und deswegen nutze ich die dann auch. Also eigentlich hätte ich jetzt die Fahrtenprüfung hier vorschalten müssen, haben wir jetzt aus Zeitgründen nicht. Hier dieses L, das steht dann ganz hinten, das ist der Bereich. Ja, und da zeigt jetzt die gute Röhre, zeigt jetzt 38 an. Die weniger gute. Ja, die zeigt nur 2,5 an. Ja, was soll man sagen zu dem Gerät? Es ist dadurch die Frage jetzt, warum hat man da keine Karten? Die Übertragung der Röhrenwerte auf diesen Kreuzschienenverteiler, die geht über diese Papierrolle so schnell, dass man auf die Karten verzichten kann. Das ist die Antwort. Denn der Kartensatz bei Funkeln, ich meine, das ist ja ein Zehntel Raummeter schon fast, nicht? Also den hat man sich dadurch erspart. Bitte lauter. Der Funke hat auch ein Patent gehabt. Das ist so eine Art Patentengehörer. Wäre das eine Möglichkeit? Ah, ja. Ja, natürlich. Das heißt Patentröhrenprüfgerät, genau. Ja, ja. Muss man mal aufgreifen. Ne? Mit Kriegsende verloren. Ja, okay. So, jetzt habe ich aber doch etwas verpasst. Aber doch mal kurz, weil gleich ist es zu Ende und ich hab's vergessen. Aber Sie sind jetzt ja schon so gut hier mit mir zusammen eingearbeitet, dass ich jetzt das sozusagen den trockenen Stoff durchziehen kann. Also am Prüfverfahren gibt es den propagierten Arbeitspunkt des Herstellers, also lege 250 Volt Anodengleichspannung an, minus 17 Volt Gitterspannung und sehe, wie groß der Anodengleichstrom ist. Propagierter im Röhrenheft der Hersteller. Das ist ein elegantes Verfahren, das ist bei dem System Gossen da angewendet worden, hat aber den Nachteil, wenn die Röhren größer werden, dann wird der Leistungsbedarf natürlich auch größer und damit werden die Röhrenprüfgeräte größer. Das wollte man vermeiden und daraus sind diese heimtückischen Wechselspannungsmessmethoden entstanden. Nur daraus. Aber wie gesagt, als ehrliches Verfahren steht es immer an oberster Stelle. Das zweite ist diese Leistungsprüfung, die ist hier auch entsprechend schon gewürdigt worden. Ne? Röhre als Diode geschaltet. Das dritte ist Anodenstrom bei 0 Volt Gitterspannung. Woran erinnert das? An Funke, natürlich. Nicht?
Das hat Telefon. Es gibt nur ein Merkblatt von Telefunken, Merkblatt 655. Da erlaubt die Firma Telefunken ausdrücklich das Messen bei 0 Volt, wenn der Verlustleistung nicht erreicht oder überschritten wird. Hat Funke sich zunutze gemacht und hat die Messmethode bei 0 Volt Gitterspannung angewendet. So, dann gibt es die dynamische Steilheitsprüfung, die wird vorwiegend bei amerikanischen Röhren angewendet. Hier haben wir sie nur gefunden bei dem gefährlichen Neuberger da vorne, wenn Sie sich noch erinnern können. Da wurde es, also Gitterwechselspannung und Anodenwechselspannung. Da wird also die natürliche Verstärkung ausgenutzt und damit ist es eine Art vorweggenommene Steilheitsmessung. Wobei normalerweise, wenn man eine statische Messung macht, dann ist die Steilheit bei der statischen Messung immer geringer, als wenn ich im Arbeitsfunk messe, wo die Röhre steiler ist. Also da kennt man immer mehr raus bei der Steilheitsprüfung. So, und das fünfte ist die Adapterprüfung. Die haben wir ja schon kennengelernt bei dem Käsewetter, wo man auch Musik hören kann. Muss ich mal lachen. Nur. Ja, an Verbindungstechniken. Da gibt es erstens die Möglichkeit von Festverdrahtung, das heißt, wenn es so wenig Röhren sind, die auch noch immer die gleichen Anschlüsse an immer den gleichen Anschlusspunkten haben, dann kann man die Sockel festverdrahten. Also keine Verbindungstechnik heißt das. Das ist bei dem Neuberger gemacht worden. Da stecken oben Sockel, die heißen dann für Gleichrichter, für Pentoden und einfache Binoden, für Schirmgitterröhren, für Fading-Hexoden, für Mischhexoden und für Schirmgitterbinoden. Also jede Röhre hat dann so einen eigenen Sockel bekommen. Das konnte man aber nicht beibehalten, weil die Anzahl natürlich immer größer wurde. So, also fest verdrahtet ist schön, aber geht nicht immer. Ne? Ein Schalterfeld aus Kreuzschienenverteiler oder Einzelschalter oder Drucktaste, das Kreuzschienenverteiler, das haben wir hier kennengelernt, bei dem Echo. Wahlschaltung durch Umschalterkombination, da kommen wir jetzt sofort, das ist das Ende der ganzen Geschichte. Und das vier, unter Punkt 4, da steht hier Zwangsverdrahtung. Das ist ein Begriff, den habe ich selbst eingeführt, weil mir nichts anderes einfiel. Da steckt nichts anderes hinter, als einerseits die Möglichkeit über die Karten von Funke oder über die filigranen kleinen Tatinax-Kärtchen von Fernseh GmbH. Das war die Theorie jetzt. Hat jemand eine Frage? Im Moment nicht. Ne, weil es läuft jetzt aufs Ende zu, deswegen frage ich nochmal vorsichtig. Ja, das kommt. Ja, jetzt kommt ein vollkommen unbekanntes Gerät. Der Witz ist nicht angekommen. Das blaue Buch wird geradezu als Bibel angesehen. Und erstaunlich ist, dass für dieses W19S sogar ein Transistortester, also eine wirklich abenteuerliche Vorstellung, mit dem dicken Röhrendruckgerät die kleinen Transistoren zu prüfen. Aber es wird so angeboten. Also ich habe jetzt von Herrn Zeber habe ich jetzt gehört, dass es bis in die 70er Jahre produziert worden ist. So habe ich es verstanden, Matthias, ja? Bis in die 70er Jahre. 1955 ging es, glaube ich, los. 1955 und von der Bundeswehr hoch favorisiert mit Senderöhrensockel und hier ist auch ein Nuvistor-Sockel drin, immerhin auch, also professionell nachgerüstet. Also das W19 lässt aus der Sicht der Befürworter keinen Wunsch offen oder so ähnlich. Ne? Gut, Transistortester. Ja, ich wollte ursprünglich noch eine Röhre testen, aber das ist ja nicht so wichtig. So, jetzt kommen zwei Geräte. So, das amerikanische Hicock, die haben, ich will mal sagen, auch so eine Modellpflege gehabt, die Firma Hicock. Die haben also mehrere immer wieder, so wie Funke, immer wieder neue Typen rausgebracht. Und dies ist auch von Anfang bis Mitte der 50er Jahre, so etwa 54, 55. Das Besondere bei diesem Gerät, kann man sehen, ne? Ja, ist die Verbindungstechnik. Nämlich hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne 7, Entschuldigung, der ist mir nichts. 7 Schalter. Und diese Schalter sind dafür da, bestimmte Potenziale an Sockelanschlüsse zu liefern.
Das sind die beiden für das Filament, also für die Heizung. Dann ist ein Schalter für Grid, sprich Gitter, für Plate, sprich Anode, für Screen, sprich Schirmgitter, Cassette, spricht für sich, ne, Kathode, und hier steht Suppressor, also das kann man höchstens mit Bremsgitter gleichsetzen. Gut. So, da leisten wir uns aber jetzt eine Messung. Was haben Sie gesagt, das geht nicht mehr? Nein. Das Einzige, was nicht ging, war das da. Alles, was über Pentode geht, geht nicht mehr. Da fehlen mir die Gitarrenschlüsse. Gut, danke. Dieses Gerät hat die Möglichkeit, jetzt hier eine Eichelröhre zu messen. Ich weiß nicht, ob sie bekannt ist. Ja. Also eben habe ich gehört, dass das wäre von für die RV12B2000 adaptiert worden von diesem Sockel hier, nicht? Die Methode. Also wenn gar nichts passiert wäre, das wäre auch nicht richtig gewesen. So, die Aufgabe besteht jetzt hier darin, die 7, 2, 4, 6, 7 Verbindungen herzustellen für die verschiedenen Potenziale. Dann ist hier eine Kurzschluss, also eine Elektronenschlussprüfung. Und dann steht da, man soll den Bereich B wählen und 3 drücken. Oh. Da ist aber jetzt was passiert. 7-mal hat es funktioniert. Bei der Generalprobe sowieso und bei der Premiere natürlich nicht. Ne? Also sind jetzt, da ist irgendwas falsch. Und während da ein Problem entstand, ist auch bei der Kamera ein Problem entstanden. Das traf sich insofern gut. Bei der Verbindungstechnik, da steht jetzt hier Wahlschaltung durch Umschalterkombination. Das muss ich Ihnen aber zeigen. Da ist es nicht. Können wir das mal zusammen aufmachen, Herr Pötschke? Ohne dass was runterfällt? Ja, schon fest, ja. Ja. Ich sollte immer drei Sekunden da ist. Ja, ja. Okay, gut. So, weil ich gerade dabei bin, dann zeige ich mal gerade hier den Kreuzschienenverteiler nochmal. In etwas ausführlicher Form. Das kann auch durch Drucktasten, was hier bei der Firma Echo durch die Stifte gemacht worden ist, kann man auch durch Drucktastenschalter oder Einzelschalter machen. Gut. Ja, kann man aber auch Fehlbedienungen machen. Das ist insofern nicht so einfach. Ne? Nur, dieses Gerät ist natürlich für Selbstbauer eine wirklich bemerkenswerte Leistung, aber aus der Sicht von Röhrenprüfern ist das natürlich eine billige Geschichte, weil es eben auch nur ein Leistungsprüfer ist, muss man leider sagen. Ne? Aber durch diese Verbindungstechnik, jetzt muss man das vielleicht mal ein bisschen näher ranfahren. Ich stelle es einfach mal drauf. Die Verbindungstechnik ist so, dass hier die Potenziale sind und hier sind die einzelnen Schalter. Und den Schalter 1, den tue ich mit dem Potential Anode, A ist wie Anode, ne? Und den Schalter 2, den tue ich mit dem Potential B und so weiter. Ne? Verbinden. Also das ist auch eine ganz simple Methode und eine wirksame Methode ohne großen Aufwand. Nur Euratele hat sich ja, weil sie die Kosten minimieren wollten, das waren ja
kleinen Konstrukteur wieder, ne? Hat das jetzt versucht, Verschiedenes zu kombinieren und hat dann das Anzeigeinstrument dann getrennt, ne, verwertet, ne, was sowieso schon vorhanden war für den Bass dann. Ja, okay. So, zusammenfassend muss gesagt werden, einmal hat es nicht funktioniert bei der Adapterprüfung oder wo weiß ich jetzt nicht mehr, und einmal hat die Eichelröhre versagt. Kollateral. Ja, und bitteschön. Sie hatten vielleicht vergessen zu erwähnen, dass zu dem RPG 4-3 noch der Löwe-Zusatz, dass den gibt. Ich habe ihn persönlich noch nie gesehen. Aber haben Sie einen? Das habe ich nicht vergessen, sondern ich habe irgendwem hier schon in einer Art Vorgespräch gesagt, die Vielzahl der Einzelheiten bei der Behandlung von Röhrenprüfgeräten ist so groß, dass man Vorsicht walten lassen muss, sich nicht zu verheddern. Und um alles hier zu erzählen, was bei Röhrenprüfgeräten es gibt und nicht gibt und noch geben könnte und müsste, sollte, würde den Rahmen sprengen. Ne? Also das ist eins von den vielen Sachen, die unerwähnt bleiben mussten. Muss ich sagen. Nee, ich bin übrigens kein Sammler von Röhrenprüfgeräten. Ja. Ja. Ja, gut. Ja, nee, Moment. Ja, ich habe noch einen letzten, letzten Schuss in das habe ich extra. Das ist ein Prototyp, den habe ich deswegen noch verpackt. Nee, das ist also jetzt, was habe ich gesagt, bis in die 60er Jahre hinein. Nicht? Spannung steigt. Ja, das ist das Röhrenprüfgerät ab Mitte der 60er Jahre. Okay, so, jetzt dürfen Sie klatschen. Eine kleine Nachbetrachtung, wenn es erlaubt ist. Danke möchte ich erstens dem Vorstand, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat. Zweitens danken möchte ich dem Herrn Matthias Zeber für die Unterstützung. Danken möchte ich der Frau Ella Zeber für die Kameraführung. Das ist ganz souverän. Und danken möchte ich natürlich den Zuhörern für ihr Interesse und Aufmerksamkeit. Gut. Ja.